So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nachkommen von Leonardo sind sehr vatertypisch und zeigen eine gute Differenzierung der Geschlechter. Selbstkontrolle, Eikriterien mit kräftigen Pigmenten und dunklen Augen. Teilweise sollte der Stock etwas ausgeprägter sein, teilweise auch das Verhältnis von Oberkopf zu Gesichtsteil besser sein. In Einzelfällen ist der Gesichtsteil etwas zugeschnitten. Sehr gute Gefügefestigkeit, Einzeltiere neigen zu einer leichten Gebäudestreckung mit etwas aufgewölbtem Rücken. Die Gruppen zeigen gute Längen, sind aber teilweise etwas abschüssig. Gut gewinkelter Vorhandbereich mit korrekten Frontlinien. Die Hinterhandwicklungen sind teilweise...